Herzlich willkommen von Womadventure. Ja, vom Anti-Atlas in den Atlas hoch über Kwarasatze und dann geht es in die Tadesschlucht und wunderbar, schön enge Schlucht, kurvenreich. Und dann geht es richtig hoch auf 2900 Meter ist dieser Pass, ein Teil davon Piste. Und da nehme ich euch mit und ja, wünsche euch viel Spaß beim Gucken. Meine Fahrt geht jetzt weiter und zwar in den Atlas hoch. Zuerst mal nach Kwarasatze, keine Ahnung wie man es ausspricht. Und dann geht es richtig hoch in den Atlas. Das sieht cool aus, von großer Straße zu kleiner Straße. Der erste Pass ist geschafft, jetzt geht's wieder runter. Kleines Bergdorf, hier ist gerade ein Markt. Jetzt geht es gute 300 Kilometer durchs Gebirge, hoch, runter, kurvenreich. Das sieht auf dem Navi aus, das ist eine Riesenschlange. Ja, so ist das jetzt. Man ist da praktisch alleine, also kaum mal ein Auto und wenn, dann sind es Camper. Also die Einheimischen können sich das nicht leisten, obwohl Samstag ist. Bei uns würden da alle ihre Ausflüge machen, aber hier, ja, da bleibt man meistens im Dorf. Man muss sich das mal vorstellen, man baut Straßen. Eigentlich nur für uns Camper, weil die Einheimischen kaum da durchfahren. Wow! Ganz hinten am Berg seht ihr das Dorf. Als ich kurz eine Kaffeepause gemacht habe, jetzt habe ich sie eingeholt. Was ist denn da unten los, du Militär? Hm? So, diese Straße ist ziemlich kaputt, überall Löcher. Vom Anti-Atlas geht es dann rüber zum Atlas. Die Berge sind dann etwas höher. Jetzt ist klar, warum die Straße überall kaputt ist, wegen diesen LKWs, die voll beladen sind. Da fahren sicher schon 6, sind mir entgegengekommen. Jetzt sind wir in Adar angekommen. In diesem kleinen Dorf hat so viele Hunde, habe ich natürlich gerade angehalten, weil ich habe wieder Puppis gesehen. Die haben jetzt hier zu essen und können sich den Bauch voll schlagen. Das macht Spaß. He? Die Leute haben natürlich Freude und ich habe Sieht ein bisschen aus wie eine Westernstadt und ich habe noch nie Probleme mit meinen Hunden und Straßenhunden. Die quatschen miteinander, null problemos. Ich weiß nicht, warum die Leute immer Panik haben vor Straßenhunden. Da kommen ganz viele Hunde. Sind alle gefüttert, alles satt. Und vielleicht
für morgen auch noch was. Also hier hat der Fluss ganz viel weggefressen, immer wieder fehlt die Straße. Das muss letzten Februar vermutlich gewesen sein, da war richtig viel los hier. Also krass, Straße weg. Ja, die ist richtig in einem üblen Zustand. Die Straße war mal links. Jetzt nicht weiter. Also links geht's weiter, aber ihr seht da die Überfahrt weggeschwemmt. Da fliegt man gleich runter. Deswegen muss man jetzt unten durchfahren. Ja, das braucht jetzt natürlich viel mehr Zeit. Praktisch jeder Flussübergang zerstört und dann geht es immer durchs Flussbett. Da wart jetzt kein Wasser. Richtig an schön zu werden da auf der Hochebene. Vielleicht seht ihr es da oben auf dem Berg. Das ist keine Burg, das ist vermutlich ein ehemaliges Agadir, also ein Kornspeicher, wo man vor den Feinden seine Esswaren geschützt hat früher. Die Gegend hier ist jetzt viel belebter, jetzt sehe ich immer mal wieder Autos fahren. Jetzt habe ich eine Pause gemacht und bei mir hängt die Sicherungsdose runter. Jetzt habe ich mir gleich 7,00 Euro Stück, die ganz langen, gekauft. Ich bin am Essen, irgendwo in einem Dorf und die Hunde auch. Es geht weiter, die Kinder haben auch noch was gekriegt, ein paar Schokolade, haben mal 3 Schachteln gekauft, verschiedene, das verteile ich auch immer mal wieder. Und jetzt suche ich mir aber bald mal einen Schlafplatz, weil die Hälfte von 300 habe ich geschafft. So, ich lasse mein Auto waschen und innen auch, die blasen das aus und er hat es bitter nötig. Die Hunde habe ich schon wieder gefüttert da, aber eine kläfft immer. In diesem Flussbett haben wir übernachtet und jetzt fahre ich wieder raus. Bin zwar von der anderen Seite gekommen, aber da war so ein Kanal, den ich nur überfahren musste mit einem Riesenspalt von einem halben Meter. Aber es ging. Jetzt fahre ich da durch das kleine Bächlein. Und zwar an dieser Stelle, und die Wölfe haben nämlich schmutzige Füße, die haben wieder mal Mäuse gegraben und dann werden die auch gleich wieder sauber. So, hier geht's wieder raus und dann wieder auf Straße. Es ist übrigens auch hier kalt jetzt, 5 Grad am Morgen, für mich jetzt halt kalt, aber das war es auch schon in der Wüste. Ja, jetzt geht es richtig in die Kälte, jetzt mal erst nach Kwarasatze, ja, keine Ahnung, jetzt so schwierig, aber ihr wisst es, glaubt, wo das ist. Da unten ein schöner grüner Fleck, schön anzuschauen. Seht ihr diesen Regenbogenpunkt da oben im Himmel. Wow, dieser Baum ist alt. Ach, schade, alles weg hier.
Also ich kann euch sagen, warum es hier so trocken ist. Ein Grund ist sicher, dass man alle Wälder abgeholzt hat, weil hier können Bäume wachsen. Hier war vermutlich mal alles Wald. Und Wald ist ein Feuchtigkeitsspeicher. Das sieht man in den Amazonas. Aber wenn der Mensch zu fest in die Natur eingreift, dann ja, verändert sich das alles. Das ist eigentlich unser wahres Problem. Wir sollten einfach mehr Bäume wieder anpflanzen, langsam Richtung Süden uns vorwärts kämpfen, sozusagen. Ja, wenn ich Bäume sehe, ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber ich liebe Bäume, ich liebe die Natur und hier hat es ein paar an der Straße entlang. Ja, schade, ist nicht das ganze Land voll bewaldet hier, das wäre sowas, das würde schon was ausmachen. Geht's wieder auf den Pass hoch. Wow, 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 schön. Bezüglich Reifendruck, der ist von 6 bar hinten auf 7 bar angestiegen, nur durch Fahren, weil es warm wird. Am Morgen war ja 5 Grad, ja, jetzt ist vielleicht 10, aber eben die Reibung da vom Fahren. Also es macht insgesamt bei dieser Kälte gut 1 bar aus. Wenn es jetzt normale Temperatur ist, so 15 bis 25, macht es nur 0,5 bar aus. Das ist das, was ich beobachtet habe. Da vorne ist jetzt der hohe Atlas und hat noch kein Schnee, mein Glück bis jetzt. Aber es geht noch höher. Wow, krass, seht ihr dieses Licht? Ich glaube, da wird Strom produziert. Das ist doch eines der größten Stromdings da. Keine Ahnung, wie die heißt, nur mit der Sonnenenergie. Jetzt fahre ich für euch extra auf den Hügel, damit ihr das Ding da seht von Weitem. Da ist auch Hollywood, drittgrößte Filmstudio, könnte man besichtigen, aber ich gucke ja nicht so viel TV. So sieht das aus, dass die Sonne auf Erde. Wir sind also in Quadratze mittendrin. Gerade im Vorbeifahren habe ich so, wie sagt man denen, Sattler oder so gesehen. Und jetzt mache ich mir neue Ösen rein und ein bisschen abgekürzt habe ich das Ganze. War ein bisschen zu groß, die habe ich im Iran gemacht. Jetzt werden sie nachgebessert. Bin jetzt im Zentrum, Quarzate. Hier ist der Souk, also Markt. Also da gibt es ganz viele Gässlein und ja. Es ist aber Sonntag, die Hälfte hat geschlossen. So, jetzt sind wir mittendrin. Also hier kann man echt rumstöben. Und man kann sich auch verlaufen. Das ist für die Taschin, Spezialität von Marokko, Gemüse. Mein Übernachtungsplatz ist da, neben der Stadt, mitten im Dschungel. So, die Marokkaner sind da auch zusammen am Essen und am Trinken. Boah, ist das arschkalt in Quarazze. Minus 2,5 Grad zeigt er in der Nacht an hier. Oh, jetzt habe ich die Winterkleider nach vorn geholt. Jetzt gehe ich nämlich raus. Ich habe einen geilen Platz hier.
Ja, da ist mein Platz gut getarnt. Von diesem Bambus. Mein Holz hat ja auch Bambusdekor. Hier findet man mich echt keiner. Da hinten ist eine Brücke, da ist die Stadt. Und hier ein bisschen Landwirtschaft. Da ist eigentlich ein Flussbeet. Nicht genau da, aber ungefähr. Meine Wölfe haben draußen geschlafen, auch bei dieser Temperatur. Aber die sind schon wieder fit. Die Erde ist hier richtig fruchtbar und sie legen schöne Gärten an. So, jetzt mal schauen, ob der Wari ankommt. Ah, gut, der kommt an. Weil ich habe in Laayoune in der Westsahara getankt. Aber offenbar ist der Diesel besser. Gut. So, erstmal muss ich hier wenden. Und dann hier wieder durch dieses tiefe Schilf durch. Und ja, sieht das im Flussbett. Übrigens in der Nacht, wie immer, also nicht immer, aber meistens heize ich mit der Klimaanlage, stelle auf 17 Grad ein und dann wird es nicht kälter drinnen. Und beim Fahren kann ich über meinen Wasserkreislauf, über Wärmetauscher heizen, einfach einen Schalter drücken, das ist wirklich angenehm. Und so kann ich den richtig gut aufheizen, bis ich dann abends ankomme und dann reicht es eigentlich. Nach 100 Metern im Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen, um auf B32 NC zu bleiben. In der Dardes-Schlucht oder ein Nebenarm davon und suche bereits meinen Schlafplatz. Heute ein bisschen früher Feierabend. So, ich habe ein schönes Plätzchen gefunden und es gibt Wasser hier. Ach Gott, ich Wasserliebe! Also viel Tränke, alles da, aber kein Internet. Und ja. Da unten könnte man stehen, aber dann hat man kein Internet. Ich stehe 500 Meter weiter unten. Ich habe hier übernachtet in diesem schönen Tal, hat sogar eine Quelle. Aber jetzt fahre ich hoch in die Berge. Jetzt geht es die Tadesschlucht hoch. Da geht noch einer hoch. Meine Hunde sind beste Freunde mit Straßenhunden, die spielen mit dem. Ich glaube, das ist ein Mädchen, die ist glaubläufig. Dann riecht sie interessant. Ich habe Straßenwölfe. Straßenwölfe. Ja, vor gut sechs Jahren war ich schon mal hier mit Ayla. Da habe ich sie sogar ein wenig verloren damals. Und das ist die Schlucht auch, die Dardes-Schlucht.
müsste man mal nach hinten laufen von unten. Wunderschön, Erinnerungen werden wach. Wow, das ist mal eine Passstraße und der Canyon. Ja, da sind wir hochgefahren. Hey, wie in alten Zeiten in der Schweiz. Schade, sind die heute so gut ausgebaut. Mir gefällt das besser eigentlich. Jetzt geht es wieder etwas runter im zweiten Gang mit Motorbremse, trotzdem beschleunigt. Es ist so steil. Jetzt geht es rein. Ich muss gucken, dass ich hier den Kopf nicht anschlage. Ach, Herrje, du. Kein Platz für zwei. So, jetzt hat es begriffen, dass er an mir vorbei muss und ich links fahre. Der hat es auch nicht begriffen. Jetzt. Oh. Weil da schlage ich sonst den Kopf an, da habe ich keine Lust. Ja, in nächster Zeit tauchen wir ein in diese Bergwelt und das sind ja nur mal die Vorberge. Ich gehe da ganz tief hinein, sofern das möglich ist und mir der Schnee oder was ich vorhabe, ich weiß es nicht. Ich werde es dann sehen. Ich bin jetzt auf 1800 Meter oben, von etwa 1100 ganz unten. Noch ein paar Overlander da, hä? Oh, woher kommen die? Ach, rote Kontrollschilder. Ich frage mal. Hello! Hello! Where are you come from? Belgium. Ah, Belgium, okay, yeah. Okay. I never saw this plate. No, it's not an old plate. This is the old from Belgium. Yeah. Okay. Nice car. Jetzt sind wir auf 2000 Meter hoch und fahren an dieser Felswand rum. Ja, und die Berglandschaft nimmt kein Ende. Immer der nächste Berg hinter dem ersten ist gleich der nächste dahinter. Ja, diese Straße ist speziell, die frisst sich in den Berg rein, macht einen weiten Bogen herum. Da müssen wir jetzt durchfahren, fantastisch. Diese alten Berbenhäuser, die werden leider aussterben. Jetzt wird alles ersetzt mit Betonhäusern leider. Wer will, der kann da rechts die Straße entlang fahren und in die Todra-Schlucht rüber und wieder zurück runter. Ich fahre aber über den Atlas und dann denkt man, ja, jetzt hast du die Spitze erreicht und da kommen schon wieder die nächsten Berge. Das letzte große Dorf und dann geht's richtig nochmal fast 1000 Meter hoch. Diese Häuser passen eigentlich auch ins Landschaftsbild.
kleiner Stau hier. Aber gleich behoben. Jetzt ist mir gerade ein weißer Camper entgegengekommen, Standard-Camper, der ist da auch durch und es hat keinen Schnee da oben, also mir wurde was Falsches erzählt. Die haben immer gesagt, da oben schneit es. Eins der letzten Dörfer auf dieser Seite. Nachher geht es hoch. Die Straße hier ist ja, ziemlich kaputt. Jetzt geht es langsam Offroad weiter. Hier machen wir eine Pause und dann geht's dann hoch auf fast 3000. So, jetzt geht es den Pass hoch. Jetzt auf 2400 Meter hoch, aber es geht noch einiges höher. Zwei Autos kommen bis jetzt entgegen und ich musste schnell warten. 10 Minuten später, erst 2500 Meter, das dauert. So, jetzt nehme ich auch mal eine der vielen Abkürzungen. Wie ihr seht, da vorne ist ein Backer, da vorne wird die Straße ausgebaut. Da ist jetzt eine Baustelle, irgendwann ist das alles geteert. Und leider Abenteuer dann vorbei. So, jetzt geht's erstmal nicht weiter. Erinnert mich an Albanien, den Tetpass. Da wurde die Straße abgemacht. Also dann Pause. Mal schauen, wie lang das geht. Der Bagger hat aufgehört, Steine runter zu schmeißen. Aber ich denke, das geht nicht so lang. Jetzt ist er bald fertig, noch den großen Stein. Und dann muss er noch weg. Geht weiter, der Mann ist wohl der Aufpasser. Jawohl.
Jawohl! Ich habe Freude gehabt. So, mal schauen, wie weit ich komme. Also wenn die Straße beim Bulldozer gehalten hat, weil es geht rechts ziemlich steil runter, jetzt nicht mehr vorher, dann wird der mir mein Vario auch halten. Ab jetzt ist die Straße breiter. Ist die nächste. Ich bin jetzt glaube auf 2,7 oben. Temperatur übrigens ist glaube angenehme, ja, 10 oder sogar mehr. Also angenehm, und ich bin am Nachmittag jetzt, dann sollte man auch hochfahren, falls da Schnee ist, dann wird der wieder weggeschmolzen sein. Weil ich bin ja jetzt auf der Südseite. Alle Marokkaner Arbeiter sind wirklich freundlich, begrüßen einen, zeigen den Daumen hoch, als ob das eine Leistung ist. Breite Straße vorbei. Was ist denn los? Meter erreicht. Es geht ein bisschen schneller. Die Piste ist jetzt ziemlich gut. Es zieht sich richtig dahin. Das dauert. Sogar ein Hund lebt hier oben. 2,58 vermutlich. Kommt mir ein Camper entgegen. Ich hoffe, es hat dann auch gleich Platz. Jetzt haben wir ein Problem. Jawohl, er ist schön ausgewichen. Mal gucken, woher der kommt. Hi! Alles klar! Straße! Ist gut? Ja, ja! Baustelle! Ja, Baustelle, aber sonst. Ja, ja. Machbar. Ja. Ein weißer Camper ist sogar darunter. Nee, ja, ja. Nein, das will ich aber nicht dran. Du hast Allrad. Hast du Druckverlust? Nein. Ja. Ja, ich stehe auf die Bremse. Es zischt? Ja, aber hört auf. Tut immer. Okay. Seit ich im Abend, ist schon Jahre. Ja, ist etwas nicht gut. Dann läuft der Kompressor immer, ja? Ja. Von Holland, oder wo? Wir sind von Holland, wir wohnen in die Slowakei. Ah, oh, okay. Ja. Oh. Ja, super! Ja, das waren Holländer, die in der Slowakei wohnen. Guckt euch diese Aussicht an, hey. Sind auf 2900 Meter exakt. Da ist eine Betonplatte. Als Stellplatz. So, jetzt bin ich ein bisschen hochgelaufen, da unten steht der Camper, das ist die Aussicht. So, jetzt geht's auf den Gipfel, einer der Gipfel. Und das ist sie dann, die fast unendliche Weite des Atlases.
Ja, meine Wölfe sind unten am Mäuse graben, die hatten keinen Bock. Ich bin auf 3020 Meter. Und plötzlich fängt die Teerstraße an, ist der Wahnsinn, hey. Ja, genau wie damals in Albanien am Tetpass. Eine Seite geteert, die andere extreme Piste. So, Reifendruck wieder hoch. Hier machen wir wieder mal einen Schnitt, aber keine Angst, es geht weiter. Und zwar schon in einer Woche. Und dann nehme ich euch mit in die Berberkultur. Ich durfte nämlich eine Familie besuchen, als die ganze Verwandtschaft, das halbe Dorf von überall her kamen und ich mitten drin war. Und da ist dann im nächsten Video. Okay, hey, macht Daumen hoch, gebt ein Abo und empfehlt mich weiter. Und ja, wenn ihr wollt, dürft ihr auch was in die Kaffeekasse tun, die unten in den Bemerkungen ist. Danke und tschüss.